Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin und ich bin kein Hetzlehrer. Ne? Wissen Sie, wie man das nennt, wenn eine Zeitung so etwas schreibt? Eine mediale Hinrichtung. Ja? Was sagt eigentlich unser Presserat dazu? Hat der sich mal meine Videos angesehen und mal gesehen, wie berechtigt die Kritik ist, sich im letzten Jahr immer wieder als richtig erwiesen hat, ja? Dass ich absolut Gold richtig liege mit meinen Kritiken, dass ich 100% übereinstimme mit dem, was Journalisten in völlig offiziellen Zeitungen zum Teil schreiben. Ja? Haben die Leute sich das mal angesehen? Mich als Hetzer zu bezeichnen, ist eine bösartige Diffamierung. Ja? Es mag es einige geben, die lachen, aber ich habe dafür Belege. Morgens gegen Rassismus zu demonstrieren und nachmittags gegen den Bormann zu demonstrieren, ist doch diametral entgegengesetzt. Ja? Denken Sie doch mal nach, was alles unmöglich ist. Wir hetzen nicht gegen Schwarze, wir hetzen nicht gegen Juden, wir hetzen natürlich auch nicht gegen Querdenker, falls ich einer sein sollte, ja. Aber das ist ja dann Ihre Definition und nicht meine. Ich bin ein Mensch, der nachdenkt. Jemand, der nachdenkt und seine Gedanken ausspricht und vielleicht auch manchmal ein bisschen zynisch und satirisch dabei wird, manche Dinge überspitzt, bleibt immer noch ein Mensch. Und gegen den haben Sie nicht vorzugehen auf die Art und Weise, wie das einige Medien heutzutage machen. Das ist Diskriminierung vom Bösesten. Ja? Das ist mediale Hinrichtung. Was ist denn jetzt Hetze? Ist das irgendwie ein Paragraph in unserem Strafrecht? Wenn es das wäre, hätte meine Schulbehörde ja gar nicht reagieren müssen, weil die Anzeige oder die Beschwerde direkt an die Polizei gegangen wäre, mich betreffend. Das heißt, das, worüber wir hier sprechen, ist strafrechtlich nicht relevant. Komplett nicht. Und das, was hier vor sich geht, nämlich dass ich als Hetzer bezeichnet werde, das ist strafrechtlich relevant. Das ist nämlich tatsächlich eine Diffamierung, eine Beleidigung, eine Heruntersetzung einer Person, die sich tatsächlich nie etwas hat zu Schulden kommen lassen, die nur ihre Meinung und ihre Gedanken äußert. Und ich werde mir mal überlegen müssen, wie ich dagegen vorgehe. Also der erste Schritt ist auf jeden Fall schon mal jetzt, das mal klarzustellen. Ich möchte dieses Wort Hetzlehrer nirgendwo mehr lesen. Klar? Weil es einfach Unsinn ist und die Sache überhaupt nicht trifft. Und zu guter Letzt noch eine Bitte. Wenn Sie, meine lieben Zuschauer, sehen sollten, dass Menschen auf die Art und Weise behandelt werden wie ich, dann ist das Diffamierung. Es ist die gleiche Klasse wie Rassismus und Antisemitismus, ja, und was es da noch alles Schönes gibt an Diskriminierung von Minderheiten. Und ich werde mal schauen, was die Diskriminierungsstelle dazu sagt. Ob die nicht auch der Meinung ist, dass hier etwas so gerade richtig schön schief läuft. So geht es nicht. Dankeschön fürs Zuschauen.